Es ist der 14. Juli 2024, Schuld im Ahrtal. Ja, über 3 Jahre ist es jetzt her, dass hier die schwere Flutkatastrophe die Schäden hinterlassen hat. Und auch noch heute kämpfen Menschen mit dem Wiederaufbau. Aber es gibt auch viele Menschen, die im Flutgebiet des Ahrtals noch unterstützen und auch mit Hilfe ja immer noch mit dabei sind. Viele Hilfsorganisationen, beispielsweise Kohle fürs Ahrtal, die man auch noch unterstützen kann. Und gerade am heutigen Tag würde ich hier einige Leute bitten, ja, diese Hilfsorganisationen, die immer noch im Einsatz sind, zu unterstützen mit einer Geldspende, beispielsweise für Kohle fürs Ahrtal oder auch für Stiftung Ahrtal oder andere Projekte, ja, damit Menschen auch noch ja, Hilfe kriegen, die sie heute auch immer noch benötigen. Ja, und hier sieht es sehr, sehr friedlich aus am heutigen Tag. Es ist herrliches Wetter im Ahrtal und ja, man sieht auch, hier wird immer noch gebaut und ja, viele Schäden sind auch hier in Schuld. Wir haben es ja schon mehrfach in den Videos gezeigt, leider immer noch zu sehen. Mal so ein kleiner Überblick von hier. Und ja, wir haben heute viele Gespräche geführt, waren auch eben noch von einer flutbetroffenen Familie, nicht nur in NRW, sondern auch hier im Ahrtal. Und ja, das geht auch den ganzen Tag so weiter. Ja, emotionale Tage. Jetzt hier in den Flutgebieten. Ja, NRW darf natürlich auch nicht vergessen werden. Da waren wir ja eben bei Maria Zibel gewesen, die uns ihr Schicksal und ja ihre aktuelle Situation in ihrem Fluthaus geschildert hat. Und ja, hier hinten das Fluthaus haben wir auch mehrfach schon darüber berichtet. Also das ist mal so ein kleiner Einblick von hier heute Morgen. Und man sieht auch hier überall Fortschritte im Flutgebiet. Es gibt also vieles, was auch gut nach vorne gibt, aber manches, was halt auch wirklich zu wünschen übrig lässt. Und ja, selbst hier sieht man von oben in der A noch die ein oder anderen Betonteile unten drin. Also, da ist ein kleines Stückchen mit dabei. Bitte zurückzufliegen, dass wir natürlich heute nicht überall filmen, auch aufgrund des Jahrestages. Aber wie gesagt, um Hilfe aufzurufen, auch nochmal ja, für die nächsten Tage, Wochen, Monate und wahrscheinlich auch Jahre. Wäre es schön, wenn der ein oder andere sich vielleicht nochmal die Hilfsprojekte anschaut, die momentan noch aktiv sind. Da könnt ihr auch gerne hier unten eure Lieblingshilfsprojekte verlinken. Gestern waren wir noch bei den Dachzeltnomaden gewesen. Da wurde ein Flutbetroffener beschenkt, der auch freiwilliger Helfer ist, der liebe Dirk. Und da war ein Motorradclub, der ganz, ganz tolle Sachen gespendet hat. Vor allem auch ein Motorrad für den Dirk. Ihr kennt ihn noch aus dem Baustoffzelt Kaiser und auch vom Baustoffspenden NRW. Beim Dachzeltnomaden hat er geholfen und auch bei Kohle fürs Ahrtal ist er aktiv. Und auch das bis heute, obwohl er selber ja schwer getroffen ist in seinem Zuhause. Und da muss man mal Danke stellvertretend für viele andere Helfer sagen, die in den Fluggebieten des Ahrtals, aber auch in NRW in den letzten 3 Jahren jetzt unterwegs waren. Ganz, ganz tolle Menschen, die uneigennützig ja permanent Dinge mit auf den Weg gebracht haben, keine Kosten und Mühen gescheut haben und ja, viele tolle Hilfsprojekte. Und ich erinnere hier im Ahrtal gerade auch an das Baustoffzelt Kaiser, was einen sehr, sehr großen Verdienst hat. Und da werde ich wahrscheinlich morgen auch nochmal ein kleines Video zu posten. Genauso wie die Helfer von Baustoffspenden NRW und von vielen anderen Flugprojekten. Also soll keiner vergessen sein. Ich zähle jetzt auch gar nicht die ganzen Hilfsprojekte auf, weil ich würde sie definitiv nicht alle aufzählen können. Aber ihr könnt euch frei fühlen, hier unten gerne mal alle zu verlinken, die es gab oder die es auch heute noch gibt. Und ja, Unterstützung ist definitiv auch noch angesagt in diesen Tagen. Ja, was passiert sonst noch so? Wir haben auch ein paar Überraschungen dabei für die ein oder anderen Flugbetroffenen, mit denen wir heute verabredet sind. Da werden wir also auch noch ein paar Dinge auf den Weg bringen. Ein paar Sachen werde ich in den nächsten Wochen auch filmen. Es gibt eine tolle Firma, die auch hier im Fluggebiet Ahrtal unterstützen möchte. Mit der bin ich in Kontakt. Die kennt ihr auch. Die hat bei uns zu Hause die Solaranlage gebaut und da haben wir auch Flugbetroffene hier was mit in petto. Also, du bist wieder so leise, Tibor. Okay, also die Mikrofone sind an, aber hier ist es auch ein bisschen windig im Moment. Ihr seht da hinten auch noch die A fließen. Also, ich hoffe, der Ton ist ein klein bisschen besser. Und dann würde ich mal sagen, mit den Bildern hier aus Schuld sagen wir erstmal tschö. Und wir sehen uns bestimmt in einer knappen Stunde nochmal wieder. Und da schaut auch das Hilfsteam Miesler zu. Ich probiere gestern noch zu erreichen. Und nein, Markus Zintel hat anscheinend noch kein Geld bekommen, Martina. Wir hatten ja über die Zintelkurve berichtet, die zur Flutkatastrophe schnell und unbürokratisch aufgebaut wurde. Und ja, soweit mir bekannt ist, ist die Restzahlung an Herrn Zintel immer noch nicht geleistet worden. Aber ich denke, da werden wir bestimmt in den nächsten Tagen und Wochen auch nochmal ein Video zu machen an der Zintelkurve. Also ihr Lieben,
schönen Gruß hier aus dem Ahrtal und Steven ist auch mit dabei. Wir sind dann unterwegs. Ciao, ihr Lieben. Sei auch zukünftig mit dabei, einfach dem Kanal folgen und nichts verpassen.